Spiel 5. Hallo Joko, hallo Klaas. Für das nächste Spiel haben wir uns Inspiration von unserem Familienalbum geholt. Das ist nämlich in alter Kebekus-Tradition gestaltet. Uns war es schon immer wichtig, dass nur die essentiellen Teile eines Moments festgehalten werden. Zum Beispiel Carolins Einschulung. Süß, oder? Oder zum Beispiel hier der Urlaub auf Wangerooge 1990. Oder natürlich dieser schöne Tag im Zoo. Versucht's doch auch mal ein bisschen minimalistischer, dann könnt ihr sogar gewinnen. Abschneiden. Vielen Dank, Caro und David Kebekus. Die beiden sind übrigens in einer ganz neuen ProSieben-Show im Herbst diesen Jahres zu sehen. Sie nennt sich Wir gegen die. Also bitte auf jeden Fall schon mal vormerken. Und wir haben jetzt zwei fantastische Gegner in diesem Spiel für euch gefunden. Der eine ist eine absolute Hammerlegende, Regisseur, Autor, LOL-Host und, wie gesagt, eine Comedy-Legende aus deutschen Landen. Und der andere ist auch ein Hammer. Der ist Moderator, Sänger und einfach so eine Legende. Hier sind Michael Bulli-Herbig und Ross Anthony. So, herzlich willkommen, ihr beiden. Man merkt es schon im Applaus. Ross, herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Aber Bulli. Ja. Schön, dass du überhaupt mal da bist. Warum hat das so lange gedauert? Zum allerersten Mal. Ich habe mich vorbereitet. Jahrelang. Ich habe die beiden studiert. Okay, und jetzt weißt du ganz genau, was passiert. Ja, ja, ja. Wir sind gespannt, wie ihr dann gleich abschneiden werdet in unserem großartigen Spiel Abschneiden. Und ich erkläre euch jetzt einmal die Regeln. Es geht darum, eurem Teampartner etwas zu übermitteln. Und zwar einen Filmtitel, eine Person, einen Ort. Und zwar durch ein DIN A1 großes Plakat. Jetzt kommt aber der Clou. Ihr seht die Utensilien hier schon auf unserem Schneidetisch. Von diesen Plakaten soll so viel wie möglich ab- oder auch weggeschnitten werden. Denn es gewinnt am Ende immer das Team, das weniger Plakat zum Erkennen des Begriffes benötigt. Ja, ich habe dir zugehört. Du hast mir zugehört, Klaas und Bulli haben sich downgestellt. Nee, wir haben das gehört, wir haben das schon verstanden. Gespielt wird immer parallel, das heißt, jeweils eine Person aus einem Team stellt sich hier an den Schneidetisch, hat 60 Sekunden Zeit, um das Plakat zu bearbeiten. Die anderen beiden Teampartner stellen sich hier hinter die Stele, kriegen eine Blindbrille auf und Kopfhörer, sodass sie nichts davon mitbekommen. Dann präsentieren wir die übrig gebliebenen Schnipsel. Das muss immer ein Schnipsel sein, dürfen nicht mehrere sein. Und sollten beide den Begriff korrekt erraten, wiegen wir anschließend. Und das leichteste Stück Plakat gewinnt. Ich nenne euch vorher immer den Oberbegriff, also dessen, was wir genau suchen. Und wir starten direkt mit Filmen oder Filmplakaten. Okay, aber nicht so klein. Stellt sie bitte hier hinter. Ja. Blindbrille und Kopfhörer. Ist wie beim Metzger, darf es noch ein bisschen mehr sein. Ja. 60 Sekunden habt ihr Zeit, das Filmplakat zu bearbeiten. Hier kommt es. Wir legen es euch hin. Wie viel? 60 Sekunden? 60 Sekunden. Und eure Zeit startet jetzt. Okay. Ein zusammenhängendes Stück. Möglichst klein, aber trotzdem für euren Teampartner erkennbar. Welches soll das sein? 45 Sekunden. Noch 30. Noch 20? Das geht nicht. Ach so, man kann ein zweites Teil auch noch, oder was? Nee, nur eins. Nur ein einziges wird am Ende präsentiert. Und wir haben jetzt noch 10 Sekunden.
Ich hab meins schon. Ah! Schluss. So. Ein einziges. Nee, eins! Ich wusste, er hat es nicht verstanden. Nee, ich wusste es. Ich wusste es. Joko, Joko, es ist doch alles gut. Welches? Ja, welches eine? Okay. Sag mal leid. Gut. Den Rest sammeln wir einfach weg. Können wir das bitte immer piepsen, wenn ich das sage? Das gibt nur wieder Hasskommentare. Okay. Das lege ich hier hin. Wir starten jetzt mal mit Joko und Klaas. Ein einziges. Ich muss erst in das Spiel reinkommen. Oh, ich hasse sowas. Du warst so schön. Du musst erst mal in die Show reinkommen. Das hat mich fertig gemacht. So. Aber du bist also, es geht um Filme und Filmplakate. Hey, muss es ja Joko, Uli, einmal kurz Ruhe. Hier ist das Stück Filmplakat und du musst mir sagen, um welchen. Wie lange war ich weg? Wir schreiben das Jahr 2027. Okay. Gut, hier ist ein Ausschnitt. Moment, ich kann jetzt nichts dazu sagen, aber ich kann mich gleich erklären. Wir suchen einen Film. Und muss ich das jetzt sagen? Das heißt, das ist die Arbeitsteilung. Es könnte praktisch also jeder Film mit Leonardo DiCaprio sein, richtig? Auf der ganzen Welt. Oder es ist Kleopatra, geht natürlich auch. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie so doof sind und Titanic nehmen. Sehr gut. Sehr gut. Clever. War gut. Ja. Jetzt gucken wir mal, was hier bei Bully und Ross passiert. Darf ich? Ja, bitte, sonst kannst du nicht raten. Ach so. Okay. So. Go. Das ist echt klein. Welcher Film? Ach so. T? Welche Filme gibt es mit T? Titanic? Richtig! Wow! Oh mein Gott! Jetzt müssen wir biegen. Also es ist noch kein Punkt. Sehr gut, dann hat er ganz noch kurz. Dann hatte ich mir noch ganz viel Zeit. Joko und Klaas, das ist noch kein Punkt. Ach wir so. Müssen jetzt die Teile wiegen, weil ihr ja beide richtig geraten habt. Das habe ich auch erklärt vorhin. Ich weiß das alles. Nee, aber deswegen, ich möchte mich jetzt kurz erklären, weil ich habe gesehen, dass dein, das klingt jetzt komisch, dein Teilchen war sehr klein. Das, was du ausgewählt hast, das war kleiner als das, was ich hatte. Und dann wusste ich so, shit, ich brauche was noch Kleineres, damit wir gewinnen, falls wir beide das Gleiche haben. Ich möchte nur kurz erklären, dass ich zuhöre und verstehe, wie die Regeln eines Spiels sind. Auch wenn du mir immer unterstellst, dass ich aber Joko, erfüllt mich mit zu viel. Nein, ich könnte jetzt... Fass mir nicht an! Aber vielleicht ist es dann klüger, das Teilchen, was man ausgeschnitten hat, zu verstecken, oder? Damit der Gegner eben nicht sieht, wie groß es ist. Ja, kann man auch machen. Aber hast du ja... Das ist ein Learning. Also, wir wiegen jetzt erstmal das Teilchen von Ross und Bully. 0,5 Gramm. Das ist eine 2. Ja. 0,5 Gramm. Und jetzt kommt Leo. Das wird gar nicht ausschlagen. Ein Hollywood-Schwergewicht. Das ist kleiner. Schade. Ah. Das wiegt nichts. Geil. Aber das andere... Also ich gebe den Punkt jetzt auf jeden Fall Joko und Klaas. Yeah. Ne? Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Cool. 1-0. Ich war sehr siegesicher. Ich hätte es verstecken sollen. Wir spielen nach dem Gewinnbaumprinzip, also 4 Durchgänge. Das heißt, alles offen noch. Ihr müsst nicht wechseln, ihr könnt aber. Jetzt ist der Oberbegriff Prominente. Also das Porträt einer prominenten Person. Und die muss dann erraten werden. 60 Sekunden habt ihr beide Zeit zu schneiden und zu schnibbeln. Du machst das super. Ja. Gut, hier kommen... Zwei Plakate, DIN A1 von einer prominenten Person. 60 Sekunden laufen ab jetzt. Noch 40.
30. Du hast noch Zeit, Bulli. Solltest du noch einmal etwas ändern wollen? Noch 20. Nur ein zusammenhängendes Stück. Kann ich einen Tee sagen? Die letzten 10. Und stopp. Wir räumen die Reste einmal kurz weg. Das ist das Stück, das du nimmst. Oh Gott. Das ist das Stück, das du nimmst. Gut. Wir starten jetzt einmal auf der Seite von Bulli und von Ross. Darf ich es aber so hinlegen, damit das du darfst von der es so Seite... Hinlegen. Du darfst es gerne so hinlegen, wie ja. du möchtest. Das darfst du auch gleich, Klaas. Also, wir suchen nach einer prominenten Person. Okay. Und Bulli legt dir das kleine Teilchen hin. Du guckst es dir an. Das weiß ich. Das sehe ich sofort. Also, sag jetzt nicht, es ist Klaas. Es ist Angela Merkel. Richtig! Oh, das ist so gut. Das ist geil. Okay. Richtig geil. Richtig geil. Wartet. Noch habt ihr es nicht geschafft? Mega, mega. Nicht sagen, nein. Nicht sagen. Jetzt ist Joko dran, Brille auf. Da ist das Stück. Oh. Das kann nur Angela Merkel sein. Oh. Richtig. Kann ich mal gucken? Auf den Mund. Ja. Und jetzt wollen wir einmal... Ja, ich weiß. Also, und jetzt müssen wir gemacht. Noch einmal wiegen. Das ist kleiner. Genau, lass das einmal da. Von wir wiegen jetzt erstmal das Teilchen von Joko und Klaas. Ich glaube, man sieht es sogar. Man sieht ich lege das jetzt mal aneinander. Also ich kann... Können wir das einmal kurz zeigen? Wir sehen ganz deutlich, das obere Teil ist kleiner, von Bulli kleiner. Und ja. Ja, ja. von Ross ist kleiner. Damit ja. erster Punkt für euch. Und damit, weil wir ja... nach dem Gewinnbaumprinzip spielen, führt ihr jetzt 2-1. So. So. Gut. Ah. Es geht jetzt in Runde Nummer 3 um Länder. Also Länder? Wir geben euch das Plakat eines Länderumrisses und ihr müsst das Land anschließend oh, wow. erraten. Ich schneide. Ja? Länderumriss? Also mit Ländern bin ich wirklich nicht gut. Nee. Ich kann aber Klaas Blick auch so. Ja, das kannst, da bist du einfach besser als ich. Ross, du bist jetzt zum ersten Mal am Schneiden. 60 Sekunden hast du gleich Zeit. Okay. So. Und hier kommt das erste Plakat aus dieser Disziplin. Oh Gott. Oh Gott. Die Zeit läuft ab jetzt. Ich finde es schön, dass du dich freust. War das ein Angstfreudenschrei? Ein Angst, ja. Okay. Weil, das 45 Sekunden. Es wird schwierig. Oder vielleicht nicht. Wie groß ist das? 30. So, komm. Komm, Klaas. Schneide noch ein bisschen weg. 20. Ein einziges Teil darf präsentiert werden, nicht mehr, nicht weniger. 10 Sekunden noch. Oh nee. 5. Come on. 3. Und Schluss. Nicht mehr schneiden, nicht mehr schneiden. Es hängt fest. Ich hab nur eine kleine Schere halt für Rechtshänder. Und ich kann, sonst habe ich nur so eine Gemüseschere hier. Zeig mal. Ich kann nicht fein schneiden, weil ich bin Linkshänder. Und ich kann nur eine feine Schere für Rechtshänder. Das ist kacke. Er hat ja, super viel Schere. Da sind ganz viele feine Scheren auch für Linkshänder dabei. So, wir starten jetzt direkt. Das ist alles gelogen, das kann nicht wahr sein. Sauer bin ich. Es geht. Das ist ein Rechtshänder-Cuttermesser. Ach so, Entschuldigung, auch zu. Oh, guck mal, da habe ich mich so besammeln lassen. Siehst du? Oh, sehr gute gesehen. Taktik. Sehr gute Taktik. Sehr gute Taktik. Was ist passiert?
Also was nur, denn? Nee, alles gut. Komm her. Ich habe nur gemerkt, dass du mich geschlagen hast. Also nur für alle, die jetzt sagen, oh nee, jetzt hat der Juko was gesehen. Ohne Brille kann er nicht mal 5 cm weit gucken. Das stimmt. Deswegen trage mittlerweile eine Gleitsichtbrille. Ja, genau. Also, es geht um Länderumrisse. Ich gebe dir jetzt ein Stück und ich brauche von dir das Land. Länderumrisse? Das sieht sehr nach Sylt aus und müsste Deutschland sein. Das ist absolut korrekt. Wusste ich, dass du Sylt erkennst. Wir haben das sehr genossen. Ich hätte dich schon vor 5 Minuten zurückholen können, aber das sah so geil aus, wie du getanzt hast. Nein, das stimmt. Ein großer. Ihr habt eine richtig gute Mucke. Ja? Ja. Muss hier irgendwas, ich glaube, es war irgendwas von Silbereisen. Länderumrisse, wir suchen das Land. Hier ist ein Stück des Plakats. Ja, das ist eine Insel von einem Land wahrscheinlich, ne? Es kann ja nur eine Insel sein. Es kann doch nur eine Insel sein. Darf nichts sagen, Bulli. Es kann doch nur eine Insel sein. Jetzt hätte ich gerne eine Antwort, lieber Bulli. Ist es ein Bundesland? Hast du es mir richtig rum hingelegt? 5. Oh. 4. Sag. Bayern. 3. Deutschland. Deutschland. Richtig. Was? Ja, richtig. Deutschland. Aber Moment. Die Hauptstadt. Aber. Guck mal, ich zeig dir jetzt mal, was Klaas gemacht hat. Ja. Obwohl er keine Linkshänder, kleine Schere hat. Sylt. Ah, das, Sylt ist cool. Ja, weil also, Sylt es geht von davor. Ich mag Sylt auch. Wo bist du da so gerne? Nein. Ich war mir absolut sicher, dass er auf jeden Fall Sylt erkennt. Also, wir brauchen das jetzt nicht zu wiegen. Ich glaube, es ist relativ klar, dass Joko und Klaas das kleinere Stück rausgeschnitten haben. Damit bekommt ihr 3 Punkte. Heißt, solltet ihr die nächste Runde ebenfalls für euch entscheiden, habt ihr dieses Spiel gewonnen und einen weiteren Vorteil fürs Finale ergattert. Schade, ja. Aber ich bin ziemlich optimistisch, dass Ross und Bulli da noch eine Menge entgegenzusetzen haben. Wir kommen zur Runde Nummer 4 und ich sage, welches Thema es ist und dann entscheidet ihr euch, wer schnibbelt und wer redet. Es geht um Zahlen. Oh. Es wird eine Zahl gesucht. Wer möchte schneiden, wer möchte raten? Schneidest du? Gut, Klaas schneidet. Du möchtest schneiden? Ich schneide. Oh Gott. Bulli schneidet und Klaas schneidet. Ihr setzt bitte die Blindbrille auf und die Kopfhörer. 60 Sekunden habt ihr Zeit. Es geht um 4 Punkte. Hier kommt das Plakat mit der Zahl. Eure Zeit läuft ab jetzt. Ein zusammenhängendes Stück, möglichst klein und trotzdem klar erkennbar für euren Teampartner. Du kannst oben bleiben, er sieht das ja nicht von da unten. 40 Sekunden. Noch 30. Scheiße. Noch 20. Ein zusammenhängendes Stück. Und die letzten 10. Oh, 3. Und Schluss. Gut, legt das zusammenhängende einzelne Stück hier oben rauf. Das ist das von Klaas. Und das ist das von... Bulli, möchtest du mir zeigen? Also du hast hier noch andere Teile liegen. Du musst mir nur einen Teil geben. Kann ich das hier nehmen? Möchtest du das nehmen? Nee, das ist so groß, ne? Ach, du warst so mutig. Was hast du denn da hinter deinem Rücken? Lass uns doch mal teilhaben. Also es ist auf jeden Fall kleiner.
als das von Klaas. Also im Prinzip, du musst ja all in gehen, damit ihr diese Punkte... Ja, ich muss ja. Ja, genau. Ja, richtig. Aber willst du all in damit oder damit? Aber wäre das nicht praktisch auch, wenn ihr so auf der Siegerstraße jetzt unterwegs sein sollt, auch schon gut, wenn er wenigstens die Chance hätte, was? Nimm das hier. Okay. Gut. Den Rest packen wir einmal kurz weg. Ah, ich habe alles falsch gemacht. Dann lass uns doch direkt einfach mal mit Bully und Ross starten. Jetzt sind wir mal gespannt. Es geht um eine zusammenhängende Zahl. Oh, und Mann, du musst sie mir bitte richtig. Also das nennen. Muss man wissen. Es geht in diesem Fall um 4 Punkte. Aber. Ja, ich weiß. Ich hatte ein anderes Konzept erst. Ich habe mich dann umentschieden. Ich sage. So, ich könnte eine 9 sein. 9693. Das ist korrekt. Leg das mal dahin. Also ihr habt es. Dann habe ich dann unentschieden, weil das. Ross und Bully, habt schon mal richtig. Jetzt ist Joko dran und wir sind gespannt, was er dort für eine Zahl sieht. Es geht um eine Zahl. Hier ohne Brille ist doof. Mach mal mit. Du gehst da mal weg, Klaas. Das macht Joko ganz alleine. Das andere konnte ich dir nicht zeigen. Entscheidend. Es war ein Wurm. Wir suchen eine Zahl. Also das in der Mitte ist eine 69. Ich vermute, dass Klaas mir was sagen wollte, dass das hier ist eine 3. Das heißt, es ist eine 693 und dadurch, dass die Biegung hier identisch ist wie da, hat er das extra weggeschnitten, weil er mir zeigen wollte, dass das quasi identisch ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass es eine 3693 ist. Ich würde aber noch eine Sekunde nachdenken. Nein! Was? Nein. Wir haben nichts gemacht. Also, wir haben nichts gemacht, wir verstehen uns jetzt nicht gut. Ich bin jetzt mal streng. Ich habe ein bisschen Wasser im Zahn. Und 3693 gesagt und das ist falsch. Wuhu! Damit gehen die 4 Punkte an Bully und Ross. Damit haben Ross und Bully gewonnen. Kann man nichts machen? Ihr habt die entscheidenden Punkte eben noch gesammelt und ihr wart unbezwingbar in diesem Spiel. Zur Begrüßung, umarmst du mich hier zu verabschieden und kriegst noch die Faust, weil du Ach, gewonnen haben hast. Gewonnen? Tut mir leid. Das haben wir gewonnen. Ja, ihr habt gewonnen. Gewonnen. Ja, ihr habt gewonnen. Ihr habt gewonnen. Das zweite Mal. Ja. Yes. Glückwunsch. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Kommt bald wieder. Danke an Ross Anthony und Michael Bulli-Erbel. This is my quest.